Also herausragende Weine, sehr gute bis herausragende Weine, das sind so 10 bis 15% der angestellten Proben. Und das schwankt auch nur gering. Das ist also nie so, dass wir sagen, heute hatten wir 50% waren überragende Weine, die Hälfte aller angestellten Weine. Das ist noch niemals vorgekommen, wird auch nie vorkommen. Ich mag den Herbst. Warum das denn? Wegen der Weinernte und der 7. Staffel Wein mal 1. Wir sind wieder da mit spannenden Themen. Wine and Crime, Wine and Comedy, Wine and Royals. Jeden Freitag um 16 Uhr dabei sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder euer VM-Podcast Wein mal 1 mit René Hart und Tom Elker Mikrofon und natürlich einem Studiogast. Aber wer das heute ist, wollen wir erst später verraten, wie in jeder Folge. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das den meisten von euch schon mal begegnet ist. Etwa im Supermarkt, beim Weinfest oder bei der Gartenparty des Nachbarn. Da könntet ihr nämlich schon mal Weinflaschen gesehen haben, auf denen ein goldener oder auch andersfarbiger Aufkleber bappt. Ja, bappt ist wieder typisch rheinhessisch. Natürlich, man muss die Heimat auch haben, muss man nicht verhehlen. So. Ja, diese Aufkleber oder der Aufkleber weist darauf hin, dass der Wein in der Flasche bei einem Wettbewerb prämiert wurde. Heißt für euch als Weinkäufer und Trinker, dieser Wein wurde schon mal getestet und für gut befunden. Ob er euch dann letztendlich auch schmeckt, das ist wieder eine ganz andere Frage. Richtig. Jetzt gibt es in Deutschland, Europa und der Welt eine ganze Menge von Weinwettbewerben. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass jeden Tag kommt ein neuer dazu. Inflationär. Ja, und da fällt es einem nicht so ganz leicht, den Überblick zu behalten, also auch uns nicht. Ja, nee, Tom, du darfst auf jeden Fall nicht vergessen, die ganzen Weinführer, ja, die ebenfalls Weine prüfen und bewerten. Die bekanntesten hierzulande sind sicherlich Weinguides von Vinum, Gomio, Falstaff, Eichelmann, das sind so die Big Player. Ja, aber da gibt es noch eine ganze Menge andere, die dann auch immer wieder auftauchen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt mal an den Meininger Verlag der Neustadt denke, ja, er veranstaltet dann Wettbewerbe wie Mundus Vini oder Best of Riesling und Deutscher Sektpreis. Und dann vielleicht mit der Sidefact zum Meininger. 1929 war es nämlich Meininger, die Wahl der deutschen Weinkönigin. Quasi mit angeschoben haben. Hatten wir in der Folge damals schon benannt, genau. Aber es ist gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Dann festigt sich ja das Weinwissen bei unseren Hörerinnen. Wen man auf jeden Fall auch noch nennen muss, sind Wein- und Genussmagazine wie Feinschmecker und natürlich auch den Mainzer Fachverlag Dr. Fraut, für den unser heutiger Studiogast tätig ist und der nicht nur führende Fachzeitschriften wie das Deutsche Weinmagazin und Wein und Markt herausgibt, sondern seit 2016 auch den internationalen Scheurebepreis verleiht. Ja, und wenn wir schon dabei sind, mal so ein paar Namen zu nennen, auch das Online-Magazin Selektion sollte an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Nicht, weil wir da beide ebenfalls zum Kreis der Verkoster gehören, sondern weil hier unter der Leitung von Wolfgang Hubert in Wörstadt ja täglich jährlich bis zu 10.000 Weine aus aller Welt im kleineren Rahmen auch Genussprodukte wie Spirituosen, Bier, Kaffee und Olivenöl verkostet und bewertet werden. Ja, das ist manchmal ganz witzig, wenn die Kollegen da mit ihren Bierchen sitzen, die machen das irgendwie anders, als wir das beim Wein machen und die Spirituosen auch. Ist immer ganz interessant, mal die Fachkollegen zu sehen. Ja, aber an Spirituosen und Bier, da traue ich mich nicht so. Nein, das ist auch nicht mein Thema. International spielen Magazine wie Parker und Decanter eine herausragende Rolle. Und wenn wir an Wettbewerbe denken, dürfen auch unsere Landesweinprämierung der Kammern und die Bundesweinprämierung der DLG nicht vergessen werden, sowie auch die vielen Rebsortenpreise. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, da ist eine ganze Menge unterwegs und wir haben jetzt nur einige Prämierungen, Guides und Magazine genannt. Und wahrscheinlich haben wir auch noch einen ganzen Haufen vergessen, die wir auch hätten nennen müssen, sollen, dürfen von wichtigen Dingen. Was bei vielen aber gleich ist, bewertet werden die Weine in aller Regel in einer Blindverkostung, das heißt, es wird entweder aus neutralen Flaschen ausgeschenkt oder die Etiketten sind verdeckt. Beurteilt werden Aussehen, Geschmack, Geruch und Gesamteindruck. Es gibt auch bei manchen Wettbewerben noch andere Features. Also auf jeden Fall, das ist aber mal so das Grundgerüst, wie sowas dann eben abläuft. Ja, dabei kommen unterschiedliche Punkteschema zur Anwendung. Internationale Maßstäbe hat der amerikanische Weinkritiker Robert M. Parker Anfang der 80er Jahre mit seinem 100-Punkte-System gesetzt. Dieses System wird international eigentlich am häufigsten angewendet. Ja, das ist wohl so.
Und euch ist das auch sicher schon mal bei Lidl, Aldi oder in anderen Supermärkten begegnet, denn da sind seit einigen Jahren Weinflaschen mit Punktebewertungen zu sehen. Berliner Weintrophy, ja, keine Ahnung. Aber diese Punktebewertungen kommen dann meistens auch von eben Weinverkostern, namhaften Weinkritikern, die man sich da eingekauft hat. Vielleicht mal zur Orientierung, nach dem 100-Punkte-System fangen gute Qualitäten erst bei 75 Punkten an. Spitzenweine haben mindestens 90 beziehungsweise 95 Punkte. Und nur ganz selten einmal erhält ein Wein die Top-Punktzahl 100. Der wird dann in der Regel als Jahrhundertwein bezeichnet und ist sehr, sehr begehrt und wird auch bei Einkäufern und Sammlern entsprechend haben wir ja bei der Selektion das letzte Mal einen 100er gezogen. Du erinnerst dich noch dran. Wir dürfen natürlich nicht verraten, welcher Wein es war. Neben dem 100-Punkte-System gibt es auch noch das 5-Punkt-System. Das wird zum Beispiel bei den Landesweinprämierungen angewandt. Und dann haben wir auch noch ein 20-Punkte-System. Das ist der Maßstab etwa beim internationalen Scheurebepreis. Und jetzt sind wir damit auch schon bei unserem heutigen Studiogast. Ja, herzlich willkommen, Klaus Hamann, Organisator des internationalen Scheurebepreises, leitender Redakteur bei der Zeitschrift Wein und Markt im Mainzer Frauenverlag. Da wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang kennen, duzen wir uns. Lieber Klaus, stell dich und deinen Job und deinen Verlag auch den wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen, einmal vor. Ja, gerne. Herzlichen Dank zunächst einmal für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin selbst Winzersohn, habe meine Rebwurzeln in Württemberg allerdings und habe ein abgeschlossenes Önologiestudium in Geisenheim. Ist aber schon sehr lange her, weil seit 1989 bin ich schon bereits im Verlagswesen tätig. Seit 1999 bin ich hier beim Mainzer Fachverlag Dr. Frauen, den Weißenau, verantwortlich für die Zeitschrift Wein und Markt, die ich damals selbst mit konzipiert habe. Wein und Markt ist eine reine Fachzeitschrift für den Weinhandel. Das heißt, unsere Leser sind Weinfachhändler, Großhändler, Importeure, Einkäufer des Einzelhandels, aber auch Geschäftsführer und Verkaufsverantwortliche großer Kellereien und Genossenschaften, ebenso wie Winzer und Weinagenturen. Also Entscheider. Also, die was zu sagen haben und die mit Wein ihr Geld verdienen, ganz genau. Ja. Und wir sind also Fachjournalisten im besten Sinne mittendrin im Weingeschäft. Ein Job, der mir auch nach fast 25 Jahren immer noch sehr viel Spaß macht. So alt bist du doch noch gar nicht. Ja, das sieht man nur nicht. Aber Württemberg, woher? Aus dem Hohenloher Land. Sehr schön. Der ein oder andere kennt sogar das. Ja. Auch eine kleine Weingegend. Natürlich kennen wir das Hohenloher Land, ja. Sehr schön. Wie kam es denn zur Initiierung des Scheurebenpreises? Was waren denn die Gründe, ausgerechnet für diese Rebsorte einen Preis ins Leben zu rufen? Wir haben mal geguckt, 1400 Hektar gibt es bundesweit, davon allein 700 Hektar, also gut die Hälfte in Rheinhessen. Wenn man das mal in Relation setzt mit 24.000 Hektar Riesling, ist das ja schon eine kleine Sorte sozusagen. Was war denn so der Grund für euch, da mal den Fokus drauf zu richten? Naja, dass die Scheurebe so eine geringe Bedeutung hat, das war nicht immer so. Habe ich auch nicht gesagt geringe, sondern ich habe gesagt kleine. Die Anbaufläche ist halt kleine, geringe. Ja, ist genau. Vergleichsweise klein. Ja. Aber damit auch die Bedeutung. Andere Sorten haben wesentlich mehr und Bedeutung, ja. Aber die Idee zu diesem Weinpreis, die entstand im Jahr 2016 und zwar in Alzey. Die Stadt Alzey hat einen berühmten Sohn, das ist ein Rebenzüchter, Georg Scheu mit Namen, da merkt man schon, wo es hinläuft. Georg Scheu hat die Scheurebe als Rebsorte mitten im Ersten Weltkrieg 1916 gezüchtet. Die Eltern der Scheurebe, das ist zum einen der Riesling und zum anderen die fränkische Bouquet-Rebe. Diese Sorte wurde auch mal Silvaner Musquet genannt. Geht es auch schon ein bisschen in die Richtung, Muskatrichtung. Ja. Eine aromatische Sorte, die aber im Anbau heutzutage praktisch keine Rolle mehr spielt. Und die Stadt Alzey wollte diesen Weinwettbewerb machen. Das hat sich aber dann als sehr schwierig, organisatorisch schwierig herausgestellt. Und ich kann mich da gut erinnern, ich war da zur Zeit Redaktionsleiter bei der AZ und habe diese Diskussion sehr intensiv verfolgt. Ich habe es auch mitgelesen. Und habe sie auch kommentiert. Ja. Okay, aber jetzt weiter. Wir haben nicht lange diskutiert. Meine Kollegin Bettina Sier, die Chefredakteurin von unserer Schwesterzeitschrift, das Deutsche Weinmagazin. Wir haben zusammengehockt im Büro und haben gesagt, mit dir, was machen wir? Das machen wir. Also diesen Wettbewerb scheut, das ist unser Alltagsgeschäft, Weine zu probieren und Weinproben zu organisieren. Und dann haben wir gesagt, das gehen wir an, den Scheuwettbewerb zu starten. Gute Idee, gute Idee. Im Jahr 2016. Das ehrt euch.
Wie war das denn, als ihr das angefangen habt, wie war denn das Echo bei den Winzern und der Weinszene? Wir haben es ja schon gesagt, die Scheurebe besteht ja jetzt nicht unbedingt im Fokus der Weinwelt. Ja, ja, die Scheurebe bringt herrlich oder kann herrlich duftige Weine hervorbringen. Ne? Und die war in den 1960er und 1970er Jahren sehr populär in Deutschland. Mhm. Bei den Winzern wie bei den Kunden. Ja. Aber in den Zeiten hat man das alles doch lieber ein bisschen süß oder deutlich süß getrunken. Die Scheurebe wurde meistens als süßer Wein, milder Wein vinifiziert. Mhm. Und dadurch hat sie dann in den 80er und 90er Jahren ganz stark an Bedeutung verloren, kam aus der Mode, geriet fast in Vergessenheit und die Anbaufläche ging auch stark zurück dann. Ja. Wir wollten zum 100. Geburtstag einfach mal den Versuch machen, die Sorte wieder ein wenig in den Fokus von Winzern, Händlern und Weinliebhabern zu rücken und waren überrascht, wie positiv dann die Reaktionen waren, vor allem bei den Winzern und Händlern und vielen Gesprächspartnern. Plötzlich haben sich viele Leute als Fans der Scheurebe geoutet und uns für diese Initiative gelobt. Und dann haben wir gedacht, ja wunderbar. Wo waren die ganze Zeit? Ja? Also das durfte man sie fragen, wo sind die denn bloß gewesen? Aber anscheinend sind sie nicht ganz verschwunden, weil das Ganze hat dann sehr schnell Fahrt aufgenommen und die Winzer haben das gut angenommen, haben auch Weine eingereicht. Wie viel waren das beim ersten selbst, Mal? Selbst beim ersten Mal waren es 456 Weine auf Anhieb. Toll. Ja. Das war dann richtig eine Zielunterstützung, eine große Probe, ja. Und schon bei der Probe dann haben wir gesehen, was da für ein Potenzial drin steckt. Wir wollen unseren HörerInnen in dieser Folge ja mal einen Blick hinter die Kulissen eines Weinwettbewerbs geben. Die Organisation eines solchen Wettbewerbs ist sicherlich eine sehr komplexe Angelegenheit, wenn ich jetzt höre, über 400 Proben. Fangen wir mal aber ganz vorne an. Was ist denn so der erste Schritt? Was macht man da als erstes, wenn man sowas plant? Naja, wenn man möchte, dass Weinerzeuger ihre Erzeugnisse, ihre Weine zu einem Wettbewerb anmelden und einreichen, ne, dann muss man die erst einmal erreichen, die Winzer. Man muss sie ja informieren, da gibt's was. Das heißt, wenn es einen neuen Wettbewerb gibt, dann hast du eine Zielgruppe und dafür brauchst du Adressen. Und die musst du zuallererst mal recherchieren. Das ist der erste Teil des Jobs. Okay. Wobei ich sagen muss, aber durch eure Fachzeitschriften habt ihr ja eh schon Kontakt zu vielen Produzenten, oder? Das ist richtig, ja, aber du musst auch wissen, dass in Rheinhessen steht der größte Anteil der Scheurebe. In der Pfalz ist es sehr, sehr wichtig. Und in Franken gibt es etwas, in der Schweiz. Südtirol. Und in Österreich, im Südtirol praktisch nicht. Echt? In meinem Heimatland Württemberg gibt es nur 2 Hektar, also gar nicht praktisch. Oh, ja. Okay. Das heißt, man muss dann schon, wenn man die Winzer anschreiben möchte, muss man schon ganz genau wissen, wo man hingeht. Okay, und wie habt ihr das dann tatsächlich umgesetzt und erreicht? Weil ihr habt ja eine Begeisterung oder zumindest ein Interesse geweckt. Ihr habt eure eigenen Organe gehabt, aber wie habt ihr das dann weitergestreut, damit ihr so viel Winzer auch bekommen habt? Ja, auch über die Regionalverbände natürlich, ja, und mit Unterstützung auch von Rebenzüchtern. Die Rebveredler, die kennen ja auch ihre Kundschaft, die wissen, wer Scheurebe steht hat und so weiter. Das war so der allererste Schritt der Recherche dazu. Okay. Ja. Welche Weine dürfen überhaupt eingereicht werden und wie viele Kategorien oder welche Kategorien gibt es denn? Also es gibt eine einzige Bedingung für die Teilnahme an dem Wettbewerb. Das ist, es muss Scheurebe als einzige Rebsorte auf dem Etikett stehen. Mhm. Okay. Ansonsten gibt es keine Vorgaben, weder jetzt zur Süße oder zur Qualitätsstufe oder zum Jahrgang. Das ist vollkommen den Winzern überlassen, was sie uns dann da einschicken. Mhm. Und Kategorien? Kategorien gibt es dann hinterher bei der Auswertung erst die verschiedene, weil da, wir haben immer 6 Kategorien. Die allererste sind Perl- und Schaumweine, gibt es ja auch aus der Scheu. Und dann ist der Anteil der trockenen Weine, wie sich herausgestellt hat im Laufe der Jahre, inzwischen sehr hoch. 50-60% aller Scheurebeweine, die bei uns eingereicht werden, sind trocken. Sehr gut. Aber trocken ist nicht trocken. Es gibt da noch die Kategorie klassisch trocken, also so bis 4-5 Gramm. Und dann gibt es die Kategorie modern trocken, die ja schon fast bis 9 Gramm geht. Genau. Ja. Da haben wir 2 Kategorien draus gemacht. Dann gibt es die halbtrockene Fraktion und die milde Fraktion noch. Und natürlich bei der Scheu. Scheu ist eine Riesling-Tochter oder Sohn, ich weiß es nicht. Aber was der Riesling kann, das kann die Scheu auch, edelsüß. Ja, und da muss ich sagen, für meine Begriffe ist die Scheurebe gerade bei den Edelsüßen besonders stark. Also ich finde das richtig top, was man da auch an Qualität bekommt und an Weinen bekommt.
Aber da ich ja schon selbst mitverkosten durfte, muss ich sagen, ich bin auch immer wieder überrascht, welche Breite diese Rebsorte hat. Also von trocken über bis hin zu edelsüß. Die Scheu kann eigentlich tatsächlich fast alles. Ja. Klaus, was sicherlich landläufig vielen Leuten eben nicht so geläufig ist, ist, dass die Teilnahme an einer Prämierung bzw. an einem Wettbewerb auch Geld kostet. Welche Kosten fallen denn beim internationalen Scheurebepreis für den Winzer, der Weine einreicht, an? Ja, also das ist die Gebühren, die anfallen für die verschiedenen Wettbewerbe. Ihr hattet es ja vorhin schon gesagt, was es da alles gibt, geradezu inflationär. Da gibt es natürlich auch bei den Gebühren dann von bis. Mm-hmm. Wenn man jetzt aber mal die wirklich großen und internationalen anerkannten Wettbewerbe, wie jetzt die Berliner Weintrophäe oder Mundus Vini, mal ranzieht, die verlangen ja schon Runde für 150 Euro pro Muster, das eingereicht wird. Das ist ziemlich viel Geld. Ja. Wenn ein Winzer da 10 Weine einreichen möchte, dann sind das schon mal 1500 Euro. Ja. Das ist sehr, sehr viel. Aber das sind auch gewisserweise Wirtschaftsunternehmen. Wir haben immer nur versucht, unsere Kosten einfach zu decken. Deshalb zahlen die Winzer bei uns 40 Euro netto für eine Probe einzureichen. Ja. Ja. Man muss vielleicht auch mal sagen, und dazu meine Frage, die danach kartet, wie viele Leute sind denn mit dem Thema beschäftigt? Also das ist ja bei euch relativ überschaubar, eine Sorte und ist schon Arbeit. Aber bei einer großen Verköstigung, da hängen ja auch mehrere hundert Leute dran, die da organisatorisch, wie viel basteln denn da bei euch mit, bis das alles steht? Naja, also Mitarbeiter und Helfer und bei uns im Team, wir sind ein sehr kleines und sehr effektives Team. Mhm. Also bis die Probe wirklich startet in unserem Probenraum und alle Gäste kommen, sind wir eigentlich im Wesentlichen zu zweit, die das vorbereiten. Mhm. Ja. Die wichtigsten Arbeiten. Aber ihr habt ja auch einen starken Partner, der nichts anderes macht als Proben vorbereiten. Das heißt, die Proben gehen alle zum Partner und ihr bereitet sozusagen die schriftliche Aussage der Jury vor, oder? Nein. Oder wie muss man das vorstellen? Wir machen das alles selbst. Mhm. Die Muster kommen in Glaubigelheim, ist ja kein Geheimnis, genau. Kommen die alle an. Dann wird das, dort wird das alles nur angenommen und gelagert. Aber einer meiner Mitarbeiter, packt die Päckchen aus. Echt? Okay. Der notiert jede Flasche, der gibt das in den Computer ein. Mhm. Alles Handarbeit. Das ist eine einzige Person, die das so vorbereitet. Und vielleicht noch einen Satz zum Thema Gaubickelheim. Mhm. Das wissen ja viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nicht. Da ist ein Testzentrum der DLG, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Und da werden alle möglichen Dinge getestet, probiert vor allem aber Wein. Das ist richtig. Und wir mit dem Fachverlag Dr. Fraund, wir sind in der glücklichen Lage, dort uns eingemietet haben zu dürfen. Mhm. Wir sind also Mieter und wir können über die ganze Logistik dort und die Räume nach terminlicher Absprache dann uns darauf benutzen. Und ihr kennt das ja auch schon, das ist perfekt. Das sind die perfekten Räume für Weinverkostung. Top. Wie und von wem werden die Weine denn bewertet? Also wie setzt sich so eine Jury zusammen? Ja, also da legen wir großen Wert darauf, muss ich jetzt mal sagen, auch im Gegensatz zu manchen anderen Wettbewerben, dass wir nur Fachleute einladen, also die vom Thema wirklich etwas verstehen. Auch Scheu ist ja eine ganz spezielle Sorte, die muss man kennen, um sie richtig bewerten zu können und beurteilen, hat nichts mit einer persönlichen Geschmackspräferenz zu tun, sondern da gibt es einen gewissen fachlichen Anspruch, den man erfüllen muss. Deshalb sind die Teilnehmer unserer Verkostung, unserer Tests, auch die wir für die Zeitschrift ansonsten machen und für den Scheuwettbewerb, das sind ausschließlich Winzer, Kellermeister, auch Rebenzüchter, Weinhändler, Sommeliers, Journalisten und Vertreter der Forschungsanstalten, zum Beispiel aus Oppenheim, Neustadt oder Bad Kreuznach. Und mein Team natürlich. Klaus, alle Weine werden geprüft und bewertet, aber nicht alle sind preiswürdig. Welche Preis- und Qualitätskategorien gibt es denn? Das heißt also, wie hoch ist die Quote der weniger gut oder gar fehlerhaft bewerteten Weine? Gibt es sowas auch? Ja, also eine große statistische Auswertung machen wir da nicht, aber ich habe natürlich eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie das dann am Schluss aussieht, das Ergebnis. Aber da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen, um zu erklären, wie das eigentlich abläuft, die Verkostung dann. Das ist, vorhin ist die Zahl schon gefallen, beim ersten Wettbewerb hatten wir über 450 Proben. Das heißt, das ist eine ganze Menge, was dann da auf den Tischen steht. Und wir achten immer darauf,
dass eine Gruppe, wir probieren in Gruppen zu 4 bis 5 Verkostern und dass keine dieser Gruppen zunächst einmal mehr als 35 Weine auf dem Tisch hat. Mhm. In einer ersten Runde. Mhm. Das macht bei 450 Weinen sind das schon 12, 13 Gruppen, mhm, die man dann da schon mal platzieren muss und für die man die Weine vorbereiten muss. Insgesamt sind das dann auch mal 50, 60 Leute, die dann da arbeiten. Mhm. Und wenn die ihren Tisch, diese maximal 35 Weine, abgearbeitet haben, beurteilt haben, dann suchen sie die besten 6, 8 Weine ihres Tisches aus und die gehen in eine zweite Runde. Am Schluss haben 8 bis 10 Leute denselben Wein probiert und ihm eine Note gegeben. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil das Ergebnis, das Endergebnis ist letztendlich der Mittelwert dieser 10 Beurteilungen. Ne? Das ist das arithmetische Mittel, ganz einfach. Das entscheidet dann über das Ranking. Ja? Und das ist, für uns ist das sehr wichtig, weil wir das alles nachvollziehbar machen wollen und vor allen Dingen auch ein Verkostungsergebnis muss reproduzierbar sein. Das heißt, ein Wein, der von uns, ich sage jetzt mal 16 Punkte bekommen hat, im 20-Punkte-System, ja, der sollte nicht in einer Verkostung von Kollegen damit 12 rausgehen. Mhm. Also das sollte dann da schon funktionieren, dass er da auch wieder 15 oder 16 Punkte kriegt. Und das geht natürlich besser, wenn man eine größere Anzahl von Verkostern hat, die einen Wein, einen und denselben Wein beurteilen. Ja. Dann sind die ganzen Ausreißer, die kann man dann eliminieren. Du kriegst so einen Mittelwert. Man kriegt einen sauberen Mittelwert und das ist wirklich reproduzierbar. Das haben wir oft genug ausgetestet. Wenn Ausfälle bei einem solchen Wettbewerb gibt es eigentlich relativ selten Ausfälle in dem Sinne fehlerhafte Weine oder etwas, was wirklich nur eine Katastrophe ist. Ja. Das gibt es da eigentlich weniger, weil die Winzer wissen schon sehr gut, was sie in einen Wettbewerb mit den Produkten ihrer Kollegen schicken dürfen und was nicht. Und meistens also, was haben die wahrscheinlich könnte, ja. Meistens haben die wahrscheinlich ja vorher bei der Kammer auch schon eine gewisse Punktzahl bekommen. Das ja, oder umgekehrt. Ach, gerade gestern habe ich mit einem Erzeuger zusammengesessen, der hat die letzten 2 Jahre nichts angemeldet zur Scheurebe. Dann, was ist los mit euch? Warum habt ihr? Ach, uns hat die Qualität nicht so gut gefallen. Und haben gedacht, haben wir eh keine Chance, dann melden wir es nicht an. Ja? Also sie wissen schon ganz genau, wo sie ungefähr stehen und was sie sich erwarten dürfen. Ne? Und natürlich, wie immer im Leben, im Wesentlichen gilt auch bei einem solchen Wettbewerb die gaußsche Normalverteilung, dass du 10 bis 15% Blindgänger hast, ein großes Mittelfeld und 10 bis 15% Spitze. Und das ist tatsächlich so, also herausragende Weine, sehr gute bis herausragende Weine, das sind so 10 bis 15% der angestellten Proben. Und das schwankt auch nur gering. Das ist also nie so, dass wir sagen, heute hatten wir 50% waren überragende Weine, die Hälfte aller angestellten Weine. Das ist noch niemals vorgekommen, wird auch nie vorkommen. Ja, also ich war ja selbst schon bei der Verkostung dabei. Ich auch. Und ja, beide waren schon dabei. Und da muss man sagen, also aus meiner Sicht möchte ich dazu sagen, es wird auch an den Tischen durchaus über den einen oder anderen Wein mal diskutiert. Ja. Weil auch da wird fachlich diskutiert. Da heißt es nicht, der schmeckt mir aber jetzt nicht so gut, sondern, sondern damit dann wird schon gesagt. Also ich werde schon begründet. Ich finde, bei dem Wein ist dieses oder jenes, was mir aufgefallen ist, und dann sagt eine andere Jurorin sagt, ja, aber ich finde, das kommt vielleicht aber auch noch in diese Richtung. Warten wir mal ein bisschen ab und so. Mhm. Also es wird schon über die einzelnen Weine im Zweifelsfall auch diskutiert, gerade wenn es auch um höhere Bepunktungen geht. Also wenn wir sagen, okay, ist das ein preiswürdiger Wein? Und da, was ich damit aber sagen will, es ist ein großes Bemühen da, den einzelnen Weinen gerecht zu werden, die auch tatsächlich gerecht zu beurteilen, und dann kommt das ins Spiel, was der Klaus sagt, weil diese Weine werden ja im Zweifelsfall vielleicht auch nochmal von der anderen Jury verkostet oder von Leuten, die auch in der Materie unterwegs sind, von Sommeliers oder was auch immer. Und wenn dann ein Wein aus diesem Wettbewerb mit 17 oder 18 Punkten rausgeht und ein Fachmann oder eine Fachfrau, die den dann nochmal auf die Zunge nimmt und prüft und sagt, aber Moment mal Leute, was habt ihr denn da getestet? Also das ist mit Sicherheit nicht so, das ist ein Bemühen da. Und viele Leute probieren das im Einzelfall. Und ich muss auch sagen, bei den Verkostungen, bei denen ich dabei sein durfte, war es so, dass wir richtige Ausreißer nach unten fast gar nicht hatten. Nee, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich fand nur die Bandbreite, als ich da war, fantastisch. Das ist der Rebsorte geschuldet, die gibt das her. Ja, aber also zurück. Verschiedene Stilistiken und Weine von bis, aber nicht in der Schwankung der Qualitäten, sondern immer auf einem hohen Qualitätsniveau, aber unterschiedliche Typen. Genau. Das ja, aber also hat mich auch fasziniert, dass ich bin dann davon ausgegangen, das überwiegende, aber es ist schon international, also es wird aus dem Ausland auch angestellt, das hat mich auch begeistert. Sehr interessant, aber da bin ich zurück beim Thema. Was bewegt die Winzer, sich denn an so einem Wettbewerb zu beteiligen? Ist der Marketingnutzen einer guten Bewertung tatsächlich so hoch?
Darf ich gerade noch einen Satz nachschieben zu dem Thema Diskussionen an den Tischen? Mhm. Das ist sehr wichtig und richtig, dass jemand da seine Entscheidung für eine Note begründet. Ja. Wenn ich aber beim Durchgehen den Satz höre, der schmeckt mir gar nicht, dann war dieser Mensch das letzte Mal dabei. Solche Art Urteile kann ich nicht akzeptieren. Ja. Einfach schmeckt nicht, nach dem Prinzip probieren wir nicht. Das gibt's nicht bei uns deshalb. Ja, was bewegt die Winzer? Jeder Mensch hat doch irgendwie mal den Ehrgeiz, sich mit den Familienmitgliedern oder Sportsfreunden oder Berufskollegen zu messen, oder? Man misst doch gerne mal. Das macht man natürlich auch mit seinen eigenen Produkten. Die Winzer sind ja alle zu Recht sehr stolz darauf. Mhm. Und so ein Wettbewerb ist auch eine ganz wichtige Positionsbestimmung. Ja? Ich kriege das Ergebnis hinterher und dann sehe ich, wo stehe ich. Oh, und da gibt es welche, es gibt 20 Weine, die sind viel besser noch als meiner. Hoppla, die hole ich mir mal, schaue ich mir mal an. Jeder ist ja auch bestrebt, selber besser zu werden. Das dient da auch zu, wenn du weißt, in einem neutralen, objektiv organisierten Wettbewerb, dass das alles fair zugeht. Mhm. Und dann kannst du da beruhigt deine Produkte reinstellen und weißt, dass du eine faire Note kriegst. Das ist das ganz Wichtige dabei. Ja? Das andere ist aber natürlich der Marketing-Nutzen. Man sollte die Wirkung einer Medaille im normalen Geschäft mit Endkunden, mit Endverbrauchern nicht unterschätzen, weil diese so eine Medaille ist immer ein wichtiger Hinweis für jeden, der sagt, ja gut, der hat eine Medaille gekriegt, so schlecht kann der schon mal nicht sein. Ja, der wurde schon mal geprüft. Ne? Dann hat schon mal jemand sich Gedanken drüber gemacht. Ne? Und eine Medaille schafft bei Nichtfachleuten, die es ja kaufen müssen, müssen sie ja bezahlen, schafft Vertrauen. Da kann ich auf keinen Fall falsch liegen. Ne? Dann ist schon mal sicher, dass ich das Richtige insofern gekauft habe. Ob mir das dann da persönlich hinterher im Glas auch tatsächlich schmeckt, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und gibt es auch Einreicher, die nach dem Wettbewerb kommen und sagen, ihr habt mich da völlig falsch beurteilt? Oh ja, das gab's auch. Ich habe es auch schon erlebt, dass einer ziemlich weit anreiste und mir Muster auf den Tisch gestellt hat, was wir da gemacht hätten. Das wäre doch alles Unfug. Sein Wein wäre doch so klasse. Wir haben ja von allen Weinen kommen ja immer zwei Flaschen. Das heißt, wir haben noch eine Konterprobe da stehen im Keller. Wir haben das dann so gemacht. Ich habe seine Weine genommen und die Konterprobe und noch zwei andere aus dem Keller geholt, wo ich wusste, die haben hohe Noten bekommen. Habe die dann eine Socke drüber gezogen, habe die auf den Tisch gestellt durcheinander und habe den Herrn probieren lassen. Dann hat er die sechs Weine durchprobiert, dann hat er einen seiner eigenen Weine gar nicht mehr erkannt und hinterher dann musste er dann sagen, und dann hat er seine Flaschen eingepackt und ist abgezogen. Hm. Stinksauer, von dem habe ich auch nie wieder was gehört, aber gut, aber es wurde, die Dinge wurden klargestellt, ja, und man konnte sich auch fachlich klarstellen. Es geht nur so. Ja, es geht nur so. Okay, Klaus, da sind wir jetzt vielleicht auch schon bei so einem Thema. Weinwettbewerbe stehen ja ab und an auch mal in der Kritik wegen der angezweifelten Objektivität. Wir haben ja eben gerade gehört, wie es da zugeht bei dem Wettbewerb, wie stark das fachliche Bemühen um faire Bewertung ist. Aber Geschmack ist ja in der Regel auch etwas sehr Subjektives. Kann es denn überhaupt objektiv zugehen bei so einer Bewertung, weil jeder ja anders Weine individuell aufnimmt und auch schmeckt? Ja, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich gar nicht streiten, genau. Das ist richtig. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, wer sagt, das schmeckt mir nicht, der wird nie mehr eingeladen. Mhm. Weil nur es geht tatsächlich bei einer professionellen Weinverkostung nicht nur darum, was einem schmeckt oder was nicht schmeckt. Mhm. Es gibt ja fachliche Regeln für eine Weinverkostung. Wer die Ausbildung gemacht hat, hat das gelernt, wie man einen Wein fachlich beurteilt. Ja. Aber generell jeder Verkoster, der bei einem solchen Wettbewerb im Teil der Jury ist, ist immer bemüht, an fair so ein möglichst objektives Urteil abzugeben, ist ganz klar. Ja. Das ist jeder schon dem Winzer schuldig, der seine Weine da angestellt hat und der ein ganzes Jahr dafür gearbeitet hat, ja, damit dieser Wein auf den Tisch kommt. Das sind wir den Produzenten gegenüber einfach schuldig. Ja. Die fachlichen Kriterien, wie gesagt, ein Wein zur Beurteilung, da geht es dann um Fehlersuche oder was ist typisch, was ist nicht typisch, das muss man wissen vorher, das gehört für Fachleute einfach dazu. Ja. Aber ja, Geschmack ist immer auch subjektiv, ne? Und sogar von einer Tagesform abhängig. Ja. Ich kenne das von mir selbst auch. Manchen Tagen bin ich unheimlich empfindlich auf Bittertöne und da ist die Hälfte aller Weine bitter. Da sage ich den Leuten, geht's euch auch so? Nö. Ja gut, dann bin ich's halt heute. Ja. Und dann muss man sich drauf einstellen. Aber was wichtig ist bei uns und das zum Thema Objektivität, dafür sorgt, oder das habe ich vorhin schon beschrieben, dass jeder Wein mindestens 8 bis 10 Noten hat. Also mindestens 8 bis
10 Leute haben einen und denselben Wein probiert und da kannst du persönliche Präferenzen werden da immer Ja klar, das nivelliert sich dann. Und auch wenn man an dem Tag hat jemand mal eine Bitterempfindlichkeit, der ist dann zwar auch dabei, aber es gibt noch 9 andere, die genau, das dann eben aus. Die dann für ein faires Ergebnis sorgen. Also bei uns gibt es grundsätzlich keine Solo-Verkoster. Es sind ja in unserem Beruf sind ja viele unterwegs, die probieren hier und da überall und immer ganz alleine und für sich und dann ist ihre Meinung und die steht dann und die dürfen sie auch schreiben. Jeder darf seine Meinung schreiben, das ist gut so. Aber wenn es die Frage ist, was ist eine objektive und faire Verkostung, da würde ich doch eher auf unserem System bestehen, dass das nur in Verkostergruppen geschehen kann, in immer gleichen Bedingungen, das heißt immer aus den gleichen Gläsern, immer in den gleichen Räumen. Und immer anonym, also Blindverkostung. Und selbstverständlich blind, ja. Kann einer erzählen, was er will. Wer mal ein Etikett gesehen hat, ist nicht mehr objektiv. Natürlich nicht. Da hat jeder etwas im Kopf und dann stimmt sein Urteil schon nicht. Ja, das stimmt. Also ich würde mich da auch schützen, weil es hat ja auch immer vielleicht dann die Möglichkeit zu sagen, ja, du bist nicht ganz objektiv, weil da schon Kontakte bestehen oder sonst wie. Aber wie du gesagt hast, alles gut, jeder darf seine Meinung sagen. So, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, Klaus. Wie hilfreich sind denn die Weinwettbewerbe für die Verbraucher? Ja, noch einmal, also Auszeichnungen sind eine sehr wichtige Hilfestellung für eine Kaufentscheidung. Mhm. Wenn man vor allem, also wenn man bei dem Winzer seines Vertrauens hat, dann spielt eine Medaille keine Rolle. Da gehst du dahin, weil du vertraust dem Winzer und du kennst deine Weine. Ob da jetzt eine Medaille draufklebt oder nicht, das ist den Kunden kann das egal sein. Aber wenn du bei einem Fachgeschäft vor einem Regal stehst und der Fachhändler empfiehlt dir das eine oder andere, ja, traust du dem nicht. Wenn dann aber da noch eine Medaille drauf ist auf der Flasche, die er empfiehlt, dann okay, wahrscheinlich liegt er dann doch nicht so falsch. Dass man dann ein Vertrauen hat in dieses Produkt, der kann schon mal nicht schlecht sein, wenn er eine Goldmedaille hat. Ja. Und noch einmal, ob dir das zu Hause dann immer noch schmeckt, auch das Produkt, das hat mit der Medaille zunächst einmal nichts zu tun. Ja, es geht ja auch um der LEH. Wir hatten ja gelernt, dass enorme Mengen in Deutschland immer noch über Supermarkt LEH und sowas laufen. Und da ist es natürlich eine gute Orientierung für Leute, die nicht unbedingt in der Nähe eines Weinanbaugebietes wohnen. Hamburg, Kiel, München, keine Ahnung. Und da in Geschäften sind, wo vielleicht keine fachkundige Beratung ist. Das ist schon mal eine Orientierung dann. Vielleicht. Also ich mache das auch im Ausland so, wenn ich irgendwie mir dann auch Wein einkaufe, beispielsweise abends fürs Hotelzimmer oder so. Und dann gucke ich auch schon mal, wenn ich dann in Portugal bin oder in Spanien, ich bin dann im Supermarkt oder im Handel, gucke ich mal, wenn es Weine sind, die ich nicht kenne, was ist denn da? Ach, guck mal, der hat schon mal teilgenommen an einem Wettbewerb. Dann bin ich auch als jemand, der sich intensiv mit Wein beschäftigt, auch lasse ich mich davon schon auch mal leiten, weil ich dann auch weiß, da war schon mal jemand unterwegs, so wie ich das ab und zu mal bin, in der Juryverkostung und hat dann sein Urteil drüber gesprochen und ich gehe davon aus, da ist es dann auch halbwegs ordentlich zugegangen. Jetzt eine ganz, ganz andere und auch die letzte Frage, die wir an den Klaus haben, also die ich an den Klaus habe, was ich schon immer mal wissen wollte, was passiert eigentlich mit den Resten bei einer Juryverkostung? Werden die weggekippt oder gibt es bei Familie Herrmann dann 8 Wochen lang täglich Nudeln mit Weinsauce? Nudeln mit Weinsauce, ja, natürlich, aber nicht nur bei uns, auch bei allen Nachbarn, ja. Wenn man 250 Flaschen übrig hat, klingt das sehr, sehr viel. Oder 300 Flaschen, was soll man denn damit anstellen? Aber in der Praxis ist das natürlich ein bisschen anders. Ich habe ja schon gesagt, dass wir jeder Wein ist von 8 bis 10 oder sogar noch mehr Verkostern probiert. Ja? Und da ist diese Probeflasche doch schon weitestgehend leer. Ja. Ja? Da ist nicht mehr sehr viel da. Und das, was da noch drin ist, das wird dann tatsächlich entsorgt. Ja. Sammeln wir dann nicht in einem großen Eimer und nehmen es mit nach Hause. Das kannst du bestimmt nicht. Ja? Gemischtes Satz. Abgemischt, ja. Der abgemischte Satz, ja. Aber es gibt natürlich von jedem Wein 2 Flaschen, weil wir diese Konterprobe ja immer brauchen für Korkschmecker oder sonstige Probleme. Ja. Und die zweite Flasche, die nicht zum Einsatz gekommen ist, die ist noch da. Und das ist so bei uns zumindest, wir packen aus allen diesen Konterproben, wie man es ja nennt, das Jahr über, aus allen unseren Verkostungen, packen wir zu Weihnachten Überraschungspakete, 6er-Kartons. Da kommt immer irgendwas hinein, bunt zusammengewürfelt. Ja. Da wird tagelang werden da Päckchen gepackt und die werden dann verkauft, angeboten an unsere die Mitarbeiter, die Kollegen, Freundeskreis, der erweiterte Kreis. Mhm. Das geht sehr, sehr schnell. Diese Überraschungspakete erfreuen sich größter Beliebtheit.
Und die Erlöse aus dem Verkauf, die gehen an das Kinderhospiz der Bernherz-Stiftung in Wiesbaden. Super, wir hatten das ist letzte, eine tolle Idee. Ja. Diesen Winter durften wir da einen Scheck von 3.500 Euro überreichen. Oh, ja. Ordentlich. Ja, also da muss man mal sagen, das ist wirklich eine super Idee, finde ich. Und das hat, also das wusste ich auch noch nicht, dass das also so dann passiert. Ich war dann eher auf dem Trip Nudeln mit Weinsauce bei Familie Hermann ein halbes Jahr lang. Okay, prima. Ja, ich reserviere dir mal einen 6er-Karton für Überraschung. Ja, gerne. Kommen wir zur Schnellantwortrunde, Klaus. Was ist deine Lieblingsrebsorte? Also der größte Konsum, es war mal Riesling. Inzwischen bin ich auf Weißburg untergeschwenkt, aber das ist nur für den Alltag. Ich habe eigentlich keine Lieblingsrebsorte, weil am liebsten sehen wir völlig unbekannte Dinge, weil da gibt es was zu entdecken. Okay, auch ein Weinentdecker. Ja. Lieblingsweinort? Der Lieblingsweinort als Gemeinde? Kann auch Region sein. Ja. Als ich als schwäbischer Junge zwecks Studium damals nach Geisenheim gefahren bin, um mir ein Zimmer zu suchen, ihr kennt ja die Szenerie, da fährt man am Rhein entlang auf der B42. Genau. Und damals da wusste ich sofort, das ist gut hier, da bleibst du. Mhm. Lieblingsspeise? Naja. Spätzle mit Soße und Salat. Lieblingsspeise. Ich esse sehr gerne das Klassische, wie mal einen Sauerbraten oder Gulasch oder so. Ich muss sagen, ich bin durchaus auch Fleischfresser, dazu stehe ich. Ja. Aber ein gutes Risotto, die italienische Küche oder die asiatische Küche. Ich bin da auch sehr offen. Ich habe da verschiedene, viele Lieblingsspeisen. Ja. Ein Mensch, der zu genießen weiß. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Heute haben wir im Weinsinn, wie könnte es auch anders sein, eine Scheurebe. Das wundert mich jetzt total. Ja, ja, die schon, andere nicht. Eine 2022er Scheurebe trocken, Weingut Flörsheimer Hof in Flörsheim-Dahlheim. Diesen Wein hat unser Studiogast Klaus Hermann vorgeschlagen. Er wurde von der Winzerfamilie Christmann beim jüngsten Scheurebepreis angestellt und hat auch einen Preis gewonnen. Welchen denn, Klaus, und warum hast du diesen Wein in der Literflasche für den Weinsinn der Woche ausgewählt? Die Wahl ist auf diesen Wein gefallen, zunächst einmal wegen seiner Note. Das war ein ganz fantastisch guter Wein. Da brauche ich nur in den Computer zu gucken. Und von ist oben ein runter. Fantastisch guter und, Wein. in der Verkostung. Ja, war gut, ja. Ich habe hier noch nichts probiert. Mhm. Das Besondere daran war, dass oder ist, dass der Wein in der Literflasche verkauft wird. Ja. Und wir haben bei der letzten Verkostung beim Scheurebe-Preis festgestellt, dass doch einige Weine in der Literflasche angeboten werden und viele davon sich in keinster Weise hinter einem anderen Flaschenformat verstecken müssen. Ganz im Gegenteil, dieser Wein in der Literflasche ist auch im Vergleich zu den Dreiviertelliter Flaschen weit, weit vorne gelandet. Und ich dachte, für so einen Anlass hier wäre das mal ein Thema, darüber zu reden, über eine Literflasche, weil an diesem Gebinde, an dieser Größe ist ja überhaupt nichts Negatives dran. Warum die ein so schlechtes Image hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Schließlich kommt es darauf an, was drin ist. Und in einer Literflasche ist mehr davon drin. Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch ein Glas mehr. Genau. Und sowas nennt man vielleicht auch Downgrading. Also es gibt ja vielleicht Winzer, die sagen, mir fehlt jetzt dieses Jahr der Liter Wein und ich habe eine gute Range. Komm, da machen wir den rein. Also wir sind große Freunde von Literwein, die wir im Sommer gerne auch mit einem Schlückelchen Wasser oder vielleicht auch, also viele werden wahrscheinlich jetzt die Nackenhaare, ich habe da aber auch kein Problem, mal einen Eiswürfel noch mit reinzuschmeißen im Sommer. Ich finde, dafür sind die Weine auch gemacht, ohne dass jetzt ich sagen will, dass das nur Weine sind, die man als Schorle trinken kann. Du hast schon richtig gesagt, der würde wahrscheinlich den einen oder anderen Dreiviertel Liter locker stehen lassen. Ja, natürlich. Und man muss jetzt sagen, das hat sich insgesamt auch ein bisschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, früher war der Literwein ja so der Einstiegswein, in der auch, das ist ja heute eigentlich immer noch in den Weinlisten, ja. Aber die Qualität dieser Literweine ist exorbitant nach oben gegangen. Mhm. Es gab ja auch mal hier in Rheinhessen den Wettbewerb Bester Schoppen. Da wurden diese Literweine ja auch häufig angestellt und da konnte man von Jahr zu Jahr quasi beobachten, wie diese Weine besser wurden. Und das sind ja diese Weine firmen ja auch in den Weingütern als Visitenkarte, also als Opener, ja. Und wenn die so top sind wie dieser Liter Wein, den wir jetzt aus Flörsheim-Dahlheim-Glas haben, Hut ab. Prima, auch sehr gut nachvollziehbar, dass der einen Preis bekommen hat. Ja, und die Christmanns können jetzt sagen, also wir haben dafür gesorgt, dass es beim Scheurebepreis vielleicht eine einzelne Kategorie Literweine jetzt gibt. Auf Dauer.
Ja, den Sonderpreis für Liter Ware, für Literflasche, den hat er absolut verdient. Mhm, ja. Aber klar, Tom, ich gebe dir recht, mit der das ganze allgemeine Qualitätsniveau ist in den letzten Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren so deutlich gestiegen, auch teilweise durch Generationswechsel in den Betrieben, dass es den klassischen Literwein, der jetzt nicht so doll wäre und man ihn deshalb in die Literflasche füllt, den gibt's gar nicht mehr. Mhm. Das allgemeine Niveau ist so hoch, dass auch Topweine in die Literflasche müssen, weil die Kunden Literware erwarten. Mhm. Und auf einer Straußwirtschaft ist die Nummer eins auch immer noch eine Literflasche. Ja, klar. Ja. Ganz genau. Aber du mit deinem Eiswürfel gerade, wenn das jetzt sowas ist, ich um so etwas handelt wie diesen Wein hier, dann da kannst du locker einen Eiswürfel rein tun, sogar zwei, das macht dem gar nichts. Ja. Der hat so viel Power und so viel Duft und Aroma, dass er den Eiswürfel locker wegstecken würde. Ja, und ich finde es so angenehm, dass du sagst, guck mal, der hat jetzt schon so wenig Alkohol, ja? Was ja auch angenehm ist, weil wir wollen ja nicht trinken um das Trinken willen, sondern wir wollen ja genießen. So. Und wenn du dann sagst, im Sommer auf der Terrasse 01, 02 mit Eiswürfel, dann hast du schon mal nochmal mit Wasser drin und sowas, ja. Ist doch sehr angenehm. Da kannst du auch sagen, gut, da trinke ich jetzt an dem Abend halt zwei Gläser und alles ist gut. Ich habe eine angenehme Dosis. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Risiko habe oder sonst wie. Also sehr gut, aber kommen wir mal zum Wein. Ich wollte gerade sagen, Trinken war ein gutes Stichwort eben. Wir haben die ganze Zeit schon drüber philosophiert und ich jedes Mal kommt so eine kleine Welle hier in meine Nase und das ist, boah. Und dieser Wein ist auf jeden Fall was wie für Nasentrinker wie unseren Freund Bernd Kahn. Ja. Also der Wein hat ja ohne Ende Nase. Ja. Unglaublich, unglaublich. Der Duft. Ich liebe diese Mirabellen, die da drin sind. Das und also fast schon aufdringlich. Da wie er einen aus dem Glas anspringt, aus einem großen Glas. Auch Exotik, Maracuja, Mango, das ist alles da mit drin. Ich sag's aber jetzt mal rein hessisch. Ich habe vor allen Dingen weiße Johannisbeeren. Ja, findet man heute selten. Ich sag euch was, das ist einfach nur scheu. Ja. Das ist scheu. Ja. Ja, man hat auch sehr und viel was der Exotik. Klaus meint, auch diese Vielfalt. Also da ist alles Mögliche drin, kann alles Mögliche drin sein, Exotik. Es sind auch so ein paar grüne Noten drin, haben wir bei der Vorverkostung festgestellt, so ein bisschen Stachelbeere und so weiter, das kommt da auch noch mit rein. Mm. Und all das ist tatsächlich scheu. Mm. So, Gaumen. Sehr exotisch. Da haben wir es auch wieder, ein bisschen kräutrig, finde ich auch. Ja, heute haben wir da drin gefunden, auch Stachelbeere, Cassis, aber dann auch wieder Mirabelle. Also all das, was man in der Nase hat, hat man dann auch im Glas, im Gaumen. Mhm. Das ist wunderbar. Leicht und beschwingt. Ja, leicht und beschwingt. Also wir haben damals bei der Vorverkostung auch gesagt, so ein wunderbarer, frischer Brot- und Butterwein für viele Gelegenheiten. Mhm. Der zeigt, warum der Scheu in Rheinhessen, aber auch außerhalb Rheinhessen, aber vor allem in Rheinhessen nach wie vor viele Freunde hat. Man muss, und das hast du eben gerade schon angesprochen, auch dann noch sagen, 11,5 Volumenprozent, das ist also sehr angenehm niedrig im Alkohol. Das ist ein zweites Glas gerne erlaubt. Ich kenne auch Leute, die würden dann auch noch ein drittes und ein viertes Glas trinken. Ich könnte sie greifen. Ich möchte jetzt niemand auch angucken, René. Auf jeden Fall muss ich sagen, das ist ein wirklich toller Wein zu vielen Gelegenheiten. Ich denke, jetzt ist auch meine Frage wieder angebracht, weil ich sage, zu vielen Gelegenheiten, was essen wir denn dazu, René? Ich finde, das ist so der klassische Brot- und Butterwein, wir haben es ja schon gesagt, deftige rheinhessische Brotzeit mit Wurst, Käse, Spundekäse, Handkäse-Tartar, da passt er überall dazu, mit einem frischen Bauernbrot, ein bisschen Radieschen, wunderbarer Wein. Okay. Also da kann man das Sundowner sicher auf der Terrasse sehr gut genießen. Ja. Also ganz ehrlich, ich brauche dazu nichts zu essen. Nee, aber das geht mir bei den meisten anderen Weinen auch so. Aber hält Leib und Seele zusammen. Ja gut, also man kriegt da immer Hunger. Ja, von irgendwas muss man sich auch ernähren. Ja, genau. So, okay. Ja, die Werte. Zu den Werten, 11,5 Volumenprozent Alkohol, habe ich schon gesagt. Dann haben wir Restzucker 7,4 Gramm je Liter, Säure 5,6 Gramm je Liter und der Preis sensationelle 6,50 Euro. Ja. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, ein Haufe Geld verschenkt. Ja. Weil für solche Weine, also der Wein hätte es verdient, ein bisschen teurer zu sein. Der hätte es auch verdient, dann vielleicht zum gleichen Preis in der Dreiviertel-Liter-Flasche zu sein. Dann wäre der Ertrag auch ein bisschen höher gewesen. Ja. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ich hoffe, die Kunden des Weinguts wissen das zu schätzen, was ihnen dargeboten wird. Ja. Mehr Wein für Geld kannst du nicht kriegen. Also aus Verbrauchersicht muss man sagen, man kriegt ganz viel Wein für einen überschaubaren Betrag. Ja, René, ich wollte nach diesem Scheurebenwein noch etwas zum Scheurebepreis
sagen, ich habe es vorhin schon erwähnt, du saßt ja auch schon mit in der Jury drin, ich auch. Wir beide sind beeindruckt von dieser riesigen Aromen- und Geschmacksbreite, die uns da eben, die man sich da bietet. Es ist wirklich fantastisch bei der Scheurebe. Ja, macht viel Spaß und aus meiner Sicht findet die Scheurebe zu Unrecht viel zu wenig Beachtung. Wir haben zwar eine Renaissance der Aromasorten, doch auch da liegt die Scheurebe hier eher im Schatten. Sauvignon Blanc, Gewürztraminer und. Sollte man schon vielleicht auch ein bisschen drauf achten, wenn ihr, liebe HörerInnen, unterwegs seid und kommt in ein Weingut und da steht vielleicht auch eine Scheurebe auf der Liste. Probiert die doch einfach mal. Eben, guter Tipp. Die Scheurebe wird ja oft als deutsche Antwort auf den Sauvignon Blanc bezeichnet. Völliger Quatsch. Das wird der Rebsorte absolut nicht gerecht. Und unsere gemeinsame Freundin Eva Vollmer, die auch ein großer Fan der Scheurebe ist und auch eine wunderbare Scheurebe im Anbau hat, sagt, wenn dieser Satz fällt von wegen deutsche Antwort auf Sauvignon Blanc, sagt die dann immer, wer hat denn überhaupt gefragt? Ja, vollkommen recht. Besser kann man gar nicht retournieren. Aber liebe HörerInnen, abschließend von mir noch eine grundsätzliche Anmerkung zu Weinprämierungen. Ich habe es vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt, dass ein Wein von einer Jury einen Preis verliehen bekommen hat, heißt, dass er gut ist. Es heißt aber nicht, dass er euch auf jeden Fall schmeckt. Also da sind ja eure persönlichen Präferenzen, sondern die Jury sagt, der ist qualitativ in einem guten Zustand, der wurde sauber vinifiziert und. Es muss aber immer zu eurem Geschmacksprofil auch passen. Und damit, René, wären wir schon wieder bei der allerersten Wein mal eins Folge, wo der René und ich euch ja schon diesen Satz mit auf den Weg gegeben haben. Der beste Wein ist der, der euch schmeckt. Alles hängt mit allem zusammen. Genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer das Thema der kommenden Woche. Dann werden Tom und ich dem Portugieser eine mediale Bühne bieten. Ich möchte euch auch an dieser Stelle nochmal auf unseren neuen Newsletter hinweisen, wie ihr den abonnieren könnt. Ganz einfach, den Link dazu findet ihr auf der Beschreibung, im Beschreibungstext dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge. Ja. Dann also bis nächsten Freitag, 16 Uhr. Und wer Fragen oder Anregungen hat, ihr wisst ja, Mail an weinmal1@vrm.de. Gute Woche, macht's gut, bis Freitag. Tschüss. Tschüss. Wein mal 1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Ehlke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.